Was ist denn der Unterschied zwischen dem Import von Rohstoffen oder dem Auslandsbergbau? Also bei dem Import von Rohstoffen geht es natürlich grundsätzlich um den Rohstoffbedarf. Rohstoffbedarf in Deutschland ist sehr groß. Wir haben in Deutschland ein Importvolumen derzeit von 130, 140 Milliarden Euro nur an Importrohstoffen. Über Bergbau wird Rohstoff gewonnen, im Inland wie im Ausland. Es gibt einige Rohstoffe, die werden eben in Deutschland nicht mehr gewonnen. Die sind aber für unsere Industrie besonders wichtig, insbesondere was die Metallerze anbelangt. Und die werden dann im Ausland gewonnen, also Rohstoffgewinnung im Ausland, die wir auch eben als Auslandsbergbau bezeichnen.